Was geht ab? Wir sind auf dem Weg nach Tschechien zum Cutlop. Wir werden unseren ersten kleinen Wettbewerb mitmachen. Wir sind Benny. Und ich. Wir machen da bei diesen Angeljoe Carp Masters mit. Wir wollen einfach mal schauen, wie das ist. Zum kleinen Wettbewerb. Fahren jetzt erstmal bei Carpspot vorbei, holen noch ein bisschen Sachen ab, was wir beim Basti noch bestellt haben. Gucken mal kurz ins Lager und dann geht's weiter nach Tschechien. Wir haben jetzt schon 3 Nächte hinter uns, haben insgesamt 9 Fische gefangen, einen mit 14, einen mit 11 Kilo und einen noch kleinere. Ich glaube, für unsere Verhältnisse und für den Abschnitt vom Gewässer ist das gar nicht verkehrt. Wir haben vor uns eine riesen Flachwasserzone mit maximal einem Meter Wassertiefe. Da sind ein paar Plateaus mit dabei, aber es macht es uns insgesamt ziemlich schwer. Im vorderen Teil des Sees wird recht gut gefangen. Auch gute Fische, sehr gute Fische. 2 Nächte haben wir noch. Und haben unsere Futtertaktik einfach nochmal umgestellt. Das heißt, wir füttern mittlerweile mit Partikeln nochmal, wo wir gecrushte Boilies mit drin haben, um Wolken zu erzielen und dann ein bisschen Weißfisch und Kleinfisch zu holen, um dann vielleicht den einen oder anderen Großen zu bekommen. Hat uns letzte Nacht geholfen. Wir haben schon den einen Fisch bekommen mit 14 Kilo und jetzt schauen wir mal, dass da noch der eine oder andere mit dazukommt. Rückweg. Insgesamt sind wir, glaube ich, Platz 13 oder so geworden. Hätten wir uns selber ein bisschen besser erhofft, aber wir haben eigentlich das Beste draus gemacht aus dem Platz und den Möglichkeiten, die wir hatten. Und insgesamt haben uns sicher 40 cm Wasser hinten gefehlt an der Stelle, wo wir waren. Wir hatten maximal 1 Meter Wassertiefe. Ist ziemlich hart, aber dann haben wir noch fast jeden Fisch, den wir hatten, gleich wieder zurückgesetzt, um die einfach bei den Wassertemperaturen und bei dem Wetter nicht so zu strapazieren, nicht zu hältern, bis die Marschets kommen. Ansonsten war es eine coole Sache. Großes Lob an Ronny und seine Jungs. Die haben ziemlich gute Arbeit geleistet. War super organisiert, gab schöne Verpflegung. Ich glaube, wir kommen nächstes Jahr wieder. Freue ich mich auf ein cooles Event und vielleicht sehen wir dann einen anderen Platz.